Ja, es war ein sehr schwieriges Jahr. Na, mal schauen, ob du da wenigstens ein Tor schießen kannst heute gegen mich. Aber ich krieg immer noch einen Fuß dazwischen, gell? Hast du noch Ambitionen? Ja, mit Haching. Mit Haching. Klar. Das war jetzt vom Medienbeauftragten eingeflößte Antwort. Ja. Und dann musst du die Uhr aber abgeben, Junge. Ja. Dann ist Schluss mit Bling Bling. Herzlich willkommen in der Hachinger Borzen, die vierte Ausgabe schon hier im Stadion an der Schleißheimer Straße. Natürlich wie immer präsentiert von Müllerbräu. Der ein oder andere von euch kennt mich ja vielleicht noch. Ich habe mal Haching TV moderiert und ich war auch einige Jahre für M94.5 tätig. Das ist heute also hier für mich sozusagen ein doppeltes Heimkommen und ich freue mich sehr, dass ich das hier heute machen darf. Einer, mit dem ich viel zu tun hatte während meiner Zeit bei Haching TV, der ist heute mein Gast in der Hachinger Borzen. Wir haben viele lustige Sachen vor der Kamera zusammen gedreht. Wobei, wenn man ehrlich ist, waren am Ende des Tages wir beide wahrscheinlich die Einzigen, die es richtig lustig fanden. Ich hatte aber immer eine riesen Gaudi mit ihm und deswegen freue ich mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Thomas Steinherr. Bravo, hey Junge, grüße dich. Hallo, schön, dich zu sehen. Freut mich sehr. Ja, bitte hier. Nimm Platz. Jawohl. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wie immer gibt es zuerst mal eine kleine Grußbotschaft sozusagen von den Mannschaftskollegen. Das machen wir hier immer so. Und dann schauen wir mal, was der Kollege über dich sozusagen hat. Alles klar. Servus Tom. Ich wurde nach deinen Stärken und nach deinen Schwächen gefragt. Und was ich erstaunlich an dir finde, ist, dass du immer gut gelaunt bist, dass du auf dem Platz immer Gas gibst und deine Schnelligkeit, Technik, das machst du schon sehr, sehr gut. Auch außerhalb vom Platz mit der Ausbildung. Ich weiß selber, wie es ist, wie anstrengend es sein kann, zweigleisig zu fahren mit Arbeit und Fußball. Finde ich, machst du sehr, sehr gut. Mit dem Kratzen würde ich aufhören und mit dem Nervössein, mit deiner Nervosität. Aber das weißt du selber. Ansonsten bist du ein super Kerl. Wir haben dich alle sehr lieb und du machst es schon. Oh, sie haben dich alle sehr lieb. Das ist doch schön, oder? Es ist wunderschön. Ja. Das freut dich doch bestimmt. Nee, es war eine sehr nette Botschaft. Ja. Was ist das mit dem Kratzen, die Nervosität vorm Spiel oder wie? Nee, beim Sprint habe ich so ein bisschen ab und zu, dass ich am Oberschenkel reibe, sage ich jetzt mal. Das fällt mir persönlich nicht auf. Seit Jahren anscheinend schon, aber mich stört es nicht. Ja. Er hat es rausgefunden anscheinend. Nee, ist aber halt zu wild. Also hat nichts irgendwie mit Nervosität zu tun oder so, wenn du im Spiel bist? Dann Unterbewusstsein im Tunnel, wenn man halt ist, mache ich das vielleicht während dem Sprint oder so, aber jetzt vor dem Spiel oder so nicht. Ja, hat ja offensichtlich auch nicht geschadet. Ne? Die Leistungen waren ja ganz ansprechend. Letzte Saison, auch diese Saison, passt ja eigentlich, oder? Wie bist du zufrieden? Wir sind sehr zufrieden und ja, jetzt schauen wir, dass wir in den letzten 9 Spielen noch so viele Punkte wie möglich holen und schauen, was noch geht. Und bei mir persönlich natürlich, ich habe sehr viele Spiele gemacht. Die Statistik stimmt nicht ganz. Ich habe noch kein Tor leider. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen wurmt. Sonst war es okay. Aber natürlich ein paar Törchen mehr wären schon gut. Aber es gibt so Saisons, wo es vielleicht nicht ganz so klappt. Wenn der Knoten platzt, kommen sie vielleicht wieder und ich arbeite weiter hart und irgendwann wird schon passieren. Ja, ihr arbeitet ja nicht nur auf dem Platz sehr hart. Der Maxi Bauer hat es ja angesprochen, gerade in dem Einspieler. Viele von euch arbeiten ja auch nebenbei noch. Also du machst eine Ausbildung zum Beispiel. Ja. Kannst du vielleicht ein bisschen was kurz erzählen, wie das läuft? Jetzt seit knapp 2 Jahren arbeite ich im Reisebüro. Das ist eine Teilzeitausbildung, 20 Stunden. Das ist ein guter Ausgleich zum Fußball. Ich muss sagen, ist natürlich jetzt mit dem Aufstieg in die Drittliga deutlich anstrengender wie in der Regionalliga, weil man doch vom Training her mehr hat, auch mit den Auswärtsfahrten und vom Kopf her nochmal eine andere Belastung. Aber es passt eigentlich ganz gut. Wenn ich halt in der Früh Training habe, gehe ich Nachmittag in die Arbeit, abwechselnd genauso. Und ist ein guter Ausgleich auch für den Kopf, dass man ein bisschen sich betätigt und macht Spaß. Wie gesagt, jetzt ist in einem Jahr die Prüfung. Hoffe ich, dass ich bestehe. Und ja, auf jeden Fall. Und dann sieht man weiter. Ja, es hört sich schon nach einem toughen Zeitplan an. Also Fußballprofi, dritte Liga ist Profibereich und nebenbei eine Ausbildung im Reisebüro. Wie viel Freizeit hast du und was machst du da? Ja, Freizeit ist eigentlich meistens, wenn dann am Abend, dann treffe ich meistens meine Freundin, wenn sie rüberkommt nach München oder ich nach Augsburg. Wir pendeln da ein bisschen, wechseln uns da ab und sonst ist eigentlich mein einzig freier Tag am Sonntag, wo wir in der Früh Training haben. Und dann habe ich eigentlich den ganzen Nachmittag frei. Und Montag bin ich dann, weil wir kein Training haben, eigentlich den ganzen Tag in der Arbeit. Also heißt, so richtig einen freien Tag habe ich nicht. Ja. Ja, aber man gewöhnt sich dran. Jetzt haben wir den nächsten Programmpunkt hier für dich. Und zwar wollen wir mal schauen, du bist ja selber auch auf Instagram so ein bisschen aktiv. Ne? Ab und zu postest du mal was.
Ja. Ja, und deine Kollegen machen das auch relativ aktiv. Wir haben da jetzt mal ein paar Bilder rausgesucht und würden dich jetzt mal bitten, anhand dieser Bilder versuchen herauszufinden, von wem die denn sind, wer die gepostet hat. Wer hat dieses wunderbare Mittagessen oder Abendessen hier oder Frühstück? Was ist das überhaupt? Das ist ein Toast oder sowas, oder? Und Bohnen, Rösti. Sieht sehr gesund aus, meiner Meinung nach. Ja, glaube ich, geht einigermaßen, ja. Geht also. Für einen Fußballer wahrscheinlich noch ganz okay. Das sieht nach Energie aus. Wer könnte das gepostet haben auf Instagram? Boah, das ist echt gut, die Frage. Wer ist denn aktiv? Taferzofer ist es nicht. Taferzofer ist es nicht? Nee, scheide ich aus. Also den würdest du jetzt als einzigen ausschließen? Aktuell, ja. Ich sage jetzt einfach mal. Aha. Ist das Taferzofer? Ja, dann lasse ich dich jetzt nicht noch weiter auflaufen. Das ist Uli Taferzofer. Dann doch. Tatsächlich, ja. Das ist wirklich Uli Taferzofer gewesen. Aber das weißt du, der isst doch gerne. Ich meine, er hat einen Wahnsinnskörper natürlich. Das ist absolut. Weil er natürlich trainiert wie ein Verrückter. Aber essen tut er ja auch ganz gerne. Zu ungesund ausgeguckt. Ja, schauen wir uns das nächste Bild an. Ja. Vielleicht rettet er doch noch einen. Wer könnte das sein? Sehr stylisch. Luca Masala kommt wie aus der Pistole geschossen und ist richtig. Die Tattoos kenne ich. So, das nächste Bild bitte. Oh, Fasching, Halloween, weiß nicht. Wer hat dieses Bild gepostet? Wer ist denn das von unserer Mannschaft? Der in der Mitte, oder? Der in der Mitte gehört zu eurer Mannschaft, ja. Mir wurde vorher gesagt, vielleicht mal auf die Nase achten, aber ich habe es auch da nicht erkannt. Also Dombo vielleicht. Dombo? Nee, ist leider wieder falsch. Ist Sascha Bigalke. Sascha Bigalke ist einer, mit dem du dich ganz gut verstehst in der Mannschaft, oder? Ja, also wir verstehen uns gut. Ja, das war jetzt eine relativ bescheidene Bilanz, aber es gibt jetzt auch nichts zu gewinnen oder zu verlieren in diesem Spiel. Nachher erst dann. Das waren auch keine guten Bilder. Noch eine andere Frage, die mich jetzt mal interessiert, persönlich, weil es läuft ja jetzt ganz gut in Haching. Du kriegst viele Einsatzzeiten. Hast in dieser Saison auch, glaube ich, irgendwie 25 von den 29 Spielen gemacht. Also in denen warst du im Einsatz. Es gab aber auch schon andere Zeiten in deiner Karriere in Aalen zum Beispiel. Da bist du nicht so wirklich zum Zug gekommen. Ja. Hast in 2 Jahren, glaube ich, nur ein paar Spiele gemacht, eine Handvoll Spiele. Wie ist denn das? Weil ich kenne dich ja, du bist ein sehr ehrgeiziger Typ. Du willst immer spielen, du willst immer das Beste geben. Wenn du da dann draußen hockst, wie war das für dich? Also ich war ein Jahr in Aalen, habe 2 Einsätze gehabt, aber in der U23, ja. U21, was es war. Mhm. Ja, es war ein sehr schwieriges Jahr. Natürlich, wenn man gar kein Spiel macht, ich glaube, ich war 4-mal auf der Bank, also in der 2. Liga-Kader. Es hat einfach nicht gepasst. Dann das Jahr natürlich rumzubekommen, war sehr, sehr schwer. Man hat sich natürlich versucht, im Training anzubieten, aber nee, es hat überhaupt nicht gepasst. Und das Jahr in Aalen will ich eigentlich vergessen, weil es bis jetzt das schlimmste Jahr war. Ja, da sind wir froh, dass es jetzt besser läuft. Ein Ding noch, ich habe mal gelesen im Interview von dir, dass Aubameyang so ein bisschen dein Vorbild ist. Jetzt habe ich mir gedacht, wie kann denn das eigentlich das sein? Vor allen Dingen nach dem, was er so abgezogen hat in letzter Zeit. Nein, möchtest du das klarstellen? Ich möchte es klarstellen. Nee, Vorbild nur in der Sache halt, weil er den Salto auch macht. Das ist auch dein Torjubel, ne? Dein genau, wenn ich ein Tor schieße, die Saison leider noch nicht. Ja. Aber wenn ich ein Tor schieße, eigentlich den Salto, aber jetzt Vorbild nicht, aber ja. Also jetzt nicht unbedingt mein absoluter Traum- oder Lieblingsfußballer. Ja, ich hoffe, du darfst dieses Jahr, diese Saison noch mindestens einmal dein Salto zeigen auf dem Feld, dass du nochmal was zum Jubeln hast. Vielleicht hast du ja nachher was zum Jubeln, beziehungsweise jetzt gleich was zum Jubeln. Wir spielen nämlich jetzt FIFA gegeneinander. Mal schauen, ob du da wenigstens ein Tor schießen kannst heute gegen mich. Ich werde mein Bestes geben, das zu verhindern. Du weißt, wie das läuft. Jeder Spieler von euch, der hier zu Gast ist in der Hachinger Borzen, bringt was mit, um das er quasi spielt. Also wenn du gegen mich nicht gewinnen solltest, dann musst du das abgeben. Was hast du denn mitgebracht? Ein ganz tolles Geschenk habe ich mitgebracht. Muss ich tun. Ja. Und zwar eine wunderschöne Uhr. Wow. Kannst du mal hochhalten. Wow. Eine goldene Uhr. Ich erinnere mich an diese Uhr. Genau, deswegen habe ich sie auch mitgenommen. Ja. Trikot oder Schal oder irgendwas gibt man ja öfters her, aber so eine Uhr. Ja, die macht schon was her. Also das ist eine richtig dicke goldene Uhr. Ich glaube, die ist auch nicht gerade billig gewesen. Nee, du hast sie damals vom Sponsor geschenkt bekommen und würdest sie weitergeben, wenn ich dich jetzt gleich vernichte. Genau. So wie es wahrscheinlich passieren wird, aber es gibt da immer wieder Überraschungen. Ja, das werden wir doch gleich mal sehen. Wir spielen jetzt auf jeden Fall FIFA. Wir spielen natürlich das Haching-Spiel vom kommenden Wochenende nach. Und würde ich sagen, auf geht's. Jawohl. Jawohl. Ja, ihr seid alle nicht so schlecht bei FIFA, man hat es gesehen, die letzten Folgen. Der Luis hat leider kein einziges Spiel gewinnen können gegen die bisherigen 3 Gäste. Deswegen wollen wir euch das natürlich ein bisschen schwerer machen, gegen uns zu gewinnen. Wenn du jetzt ein Tor schießen solltest, dann kriegst du von mir was. Und zwar kriegst du von mir diese wunderschöne Brille.
die du dann aufsetzen darfst. Und durch die sieht man dann ein bisschen anders. Wir können es vielleicht mal ganz kurz zeigen. Durch die sieht das Bild dann nämlich so aus. Also etwas verschwommen. Du darfst es jetzt auch mal aufsetzen. Du hast noch nie, ja, das darfst einmal kurz probieren, damit du schon mal siehst, wie das dann ist. Ja, ja, oder willst du gleich komplett so spielen? Nee, machen wir nicht, oder? Nee. Also wenn du eins kassierst, dann musst du die aufsetzen. Kannst einfach mal gleich neben dich hinlegen, so Uhr dazu. Und dann schauen wir mal, ob du die aufsetzen musst. So, dann suchen wir mal die Mannschaften aus. Du spielst natürlich zu Hause, weil ihr habt ein Heimspiel am Samstag gegen Würzburg. Richtig. Und ich gehe mal auf die Kickers, da sind sie. Hast du noch Erinnerungen ans Hinspiel gegen Würzburg? Ja, gegen Würzburg schon noch 2-0. Relativ knappes Spiel. Habt ihr gewonnen oder verloren? 2-0 gewonnen. 2-0 gewonnen. Ja, das war da Würzburg noch nicht so gut drauf in der Hinrunde auch, gell? Oh, das gibt's doch nicht! Wie viel hat er schon, der Herr Steinherr, in der Anfangsphase? Zähes Spiel bis jetzt, muss ich sagen. Ja, zwei, drei ganz gute Chancen. Aber sonst war nichts. Ah. Ja, vor der Pause wäre natürlich psychologisch ganz wichtig. Psychologischer Vorteil, ja. Ich glaub, ja, was Brille sagst du da als Fußballspieler dazu? Ist das wirklich so oder ist das Quatsch? Doch. Es ist tatsächlich so, weil wir haben auch vor der Halbzeit in der Saison 2-3 Mal ein Gegentor bekommen und das ist dann schon, also Knacks würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon blöd, wenn man dann mit dem 0-1 zum Beispiel, ich glaube, mit dem 0-0 in die Halbzeit geht, wenn man dann wieder ein Gegentor hinterherlaufen muss. Also es ist nicht so angenehm. Also. Ja, jetzt hat Schnürer aber hier schon langsam zu. Oh, aber ich krieg immer noch einen Fuß dazwischen, gell? Ha, das ist ja, das Chancen ist auch eine Qualität, sag ich jetzt mal. Das ist Chancenwucher, was ich hier mache. Das ist ein klares Foul. Jetzt kriegst du auch einen Freistoß geschenkt. 74. Minute schon, das ist ja wirklich ein klassisches 0-0 hier langsam. Das ist wirklich Schonkost hier, was wir hier anbieten. Boah! Wer war das? Sag nicht, dass das Thomas Steiner war. Nein, der hat so fest keinen. So fest kann der nicht schießen. Ja, wie ist das eigentlich so hier? Hast du noch Ambitionen? Ja, mit Haching. Mit Haching. Klar. Das hört man natürlich gerne. Wir haben ja ein Ziel. Das war jetzt die vom Medienbeauftragten eingeflößte Antwort. Dann geht's noch 8 Minuten. Ja, ich fürchte fast, dass es 0-0 wird. Und dann musst du die Uhr aber abgeben, Junge. Ja. Dann ist Schluss mit Bling Bling. Schon letzte Minute, das gibt's ja nicht. 0-0. Das ist schweinepeinlich, ey, was wir hier veranstalten. Eines der Verlängerung? Schlechteren Spiele der Nachkriegszeit. Ja. Dann spielen wir Verlängerung. Ja. Es geht ja jetzt so nicht. Gut, 10-6 Torschüsse für dich. Ja. Klassisch, oder? Spielverlängerung. Klassisch, ja natürlich. Was denn sonst? Golden Goal, oder? Normalerweise müsste ich jetzt als Moderator einfach sagen, gut, lass den Typen ein Tor schießen, damit das Elend endlich ein Ende hat. Aber nö, sehe ich nicht ein. Sehe ich wirklich nicht ein. Oh nein. Das ist doch echt nicht wahr, oder? Das gibt's doch nicht. Oh Gott, es tut mir so wahnsinnig leid, liebe Haching-Fans. Ist halt clever. Bis zum Ende spielen. Gibt's jetzt keine Uhr? Bis zum Ende keine Uhr. Spiel, einfach in der 120. Nein, das darf ja nicht wahr sein. Eigentlich müssen wir die Uhr jetzt weghauen, oder? Nach 19 Minuten war es ja unentschieden. Ich zieh trotzdem noch die Brille auf. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ja, lass sie auf, sieht super aus. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss meine FIFA-Karriere beenden jetzt einfach. Nee, du hast. Hilft nichts. Also, gut gespielt kann ich nicht sagen, weil du eigentlich drin hast. Aber ich war auch schlecht, aber ich würde sagen, da wir gesagt haben, nach 90 Minuten eigentlich. Aha. Verschenken wir die Uhr. Klasse, dann verschenken wir die Uhr. Also die dann nehme ich mal an, steht das irgendwie in der Beschreibung dieses Videos mit dabei, wie man die Uhr gewinnen kann. Thomas Steinherr, Ladies and Gentlemen, in der Hachinger Borzen. Und nächste Woche haben wir Luca Marsala zu Gast. Da freue ich mich auch schon sehr, denn dann darf ich nämlich nochmal moderieren. Macht es gut, viel Spaß beim Spiel gegen Würzburg und wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Ja, liebe Haching-Fans, das war eine weitere Ausgabe der Hachinger Borzen. Jetzt muss ich ein bisschen Zeit schinden für den Abspann. Also wenn ich jetzt in der 90. beim Stande von 2-1 für meine Mannschaft ausgewechselt werden würde, dann würde ich jetzt ganz langsam gehen. Aber jetzt sind wir soweit. Ihr könnt hier entweder abonnieren, wenn es euch gefallen hat, oder einen Bonusclip anschauen. Würden wir uns natürlich sehr freuen. Prost.